Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wie ihr sehen könnt, oh mein Gott, das sieht schon irgendwie, ich finde, das sieht irgendwie nach Resident Evil aus oder so. Wir spielen heute Galaxy Slayer Z. Ja, das heißt, den Skin gibt es dann natürlich noch nicht, das hier ist auf dem PB und ich finde, das sieht schon irgendwie, also krass, aber auch verrückt aus, crazy. What the fuck ist das denn? Ja, also, wie er läuft mit den Klingen, finde ich super. Erinnert irgendwie an Alien vs. Predator oder irgendwie sowas. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich crazy aus. Auch die Blades hinten auf dem Rücken sind ziemlich cool. Wir müssen berücksichtigen Folgendes. Unser Ping ist gigantonisch hoch. Ne? Wir spielen nämlich auf einem amerikanischen Server natürlich. Das ist super weit weg. Außerdem, ja, wir spielen gegen Yasuo. Ich glaube, das Matchup Yasuo, Talon, das Matchup Z gegen Yasuo ist eins, was rein in der Theorie, glaube ich, gut klappt. Und eins der besseren, aber ich habe das Matchup schon 1200 Jahre nicht mehr gespielt und ich weiß auch nicht, wie das mit dem Delay jetzt so funktioniert. Aber wir werden mal gucken. Ich hoffe, es wird, ja, wir gucken uns auch die Animationen natürlich alles mal an, ne? Also Ultimate weiß ich gar nicht. Hier sind die Blades, die leuchten natürlich auch ziemlich krass. Naja, das Dodge ist natürlich super schwer. Grundsätzlich, wir haben noch Ken Yi und Lucian Morgana, so ein relativ ekliges Team bei den Gegnern, muss ich sagen. Bin ein bisschen gespannt auf den, wir müssen natürlich die Animation nachher nochmal angucken, wenn wir Zeit haben. Und auch die, die W und den ganzen anderen Shit halt, ne? Aber auch Tanzen, Backport. Ja, wir sind gerade hier, ne? Wir gucken. Ich werde aber auch jedes Mal von dem Mist hier getroffen. Aber es ist auch echt nicht einfach zu dodgen, weil der einfach so spät reagiert. Ja, aber bei grundsätzlicher Tipp gegen... Ah, schade. Ich dachte, ich kriege die Audit-Decks. Wenn die Passive auslöst, das sieht voll komisch aus. Guck mal, guckt euch das an! Das ist nicht Galaxy Slayer Set. Das ist Nemesis Resident Evil Set oder sowas ähnliches. Also keine Ahnung, was das hier ist, aber... Das sieht schon ziemlich verrückt aus. Also das Beste, was wir gegen Yasuo, glaube ich, machen kann, ist, indem er sich selber outplayt. Ja, indem er in den Tower reinläuft oder ähnliches. Also das sieht schon echt krass aus. Wir können ja mal gucken, ob wir den Backport schaffen. Nee, lieber nicht, weil da hinten ist ein Minion. Zack. So, wir haben jetzt unsere W. Wir werden das Ganze jetzt angehen. Guck mal, 6 CS. Also das ist aber... Ne, zum Zugucken denkt man so, ja, Augenkrebs. Das ist aber auch echt schwer, Leute, ne? Also der Delay macht es einem nicht einfacher. So, wir geben jetzt so, dass wir die Kanone bekommen. Zack. Und jetzt kriege ich ja eine 3. Ja, das war okay. Das war fein. Na, zack. Wir müssen ja nur warten, bis er einen Fehler macht. Oder Level 6 werden. Eins von diesen beiden 3, 4, 5 Dingern. Den nehmen wir. Oder auch nicht. Dankeschön. Da haben wir mal einen Pot in den Nacken rein. Ich glaube, die kriegen wir. Alter, das ist aber auch. Ne? Backport nochmal versuchen. Obwohl, Backport machen wir, wenn wir dann nachher tatsächlich backporten, würde ich sagen. Na, lösen wir mal hier sein Schild wieder aus. Ich bin immer einer, der sehr lange wartet und dann eine relativ sichere Q landet. Na, man kann natürlich auch die Q sofort werfen. Ich bin immer so... Rein theoretisch würde alles dafür sprechen, sie sofort zu werfen. Na, guck mal, langsam kriegen wir einen Low. Weil er natürlich geslowt ist. Wir slowen ihn um 20%, dann kann er natürlich in der Theorie besser treffen. Aber die Leute sind am Anfang dann aufmerksamer. Um ist absolute Party am Start. Wir haben auch übrigens Käse, Invictus Käse im Team, ne? Für Leute, die sich dafür interessieren. Invictus Käse, so. Hier für dich. Ich würde ihn jetzt, wir engagen ihn mal, sobald er seinen Sturm raus hat, würde ich sagen. Am besten im gleichen Moment. Ja, nee. Ja, es war nicht gut. Es war eher nicht so gut. Hat der Ignite? Der hat Ignite. Hier einer für dich. Zack. Ja, ich glaube, jetzt langsam müssen wir echt shoppen, sonst sterben wir hier. Ich habe jetzt echt ein bisschen schlecht getradet. Aber spätestens ab Level 6. Ich glaube, bis Level 6 ist das Matchup sogar für Yasuo echt okay. Aber ich glaube, ab Level 6 haben wir einfach einen großen Vorteil. Denn Yasuo ist ein Champ, der Schwierigkeiten mit Assassinen hat. Denn sobald wir einmal seine... Sobald er einmal seinen Sturm raus hat, kann er ja nichts mehr machen. Na, er denkt jetzt hier, ja, schön. Wir gehen shoppen. Wir gucken uns den Backpot an. So, frapp. Sieht schon cool aus. Also, alleine für diesen Skin. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, man hat Zed noch nie ohne Maske gesehen, oder? Heilige Scheiße. Also, alleine für diesen Skin würde ich Zed-Main werden. Problem ist natürlich, wer von euch in tiefer Elo ist, Zed wird permanent gebannt in Bronze, Silber. Ich weiß nicht, wie es Iron ist. Ich glaube sogar noch in Low-Platin wird er auch permanent gebannt, Leute. Sollte immer noch so sein.
Vor allem mit diesem Skin. Das heißt, wenn ihr einen Z-Main-Wert wollt, solltet ihr vorher nach Platin 2 climben. Ab Platin 2 climb, band niemand mehr Set. Niemand. Absolut niemand. Wir könnten eine Flash-W machen, machen wir aber nicht. Wir machen einfach nur eine W und hoffen, dass Shaco uns helfen kommt. Ja. Und Lail. Ah, nö! Ah, ich habe den Auto-Tag nicht rausgekriegt. Das ist natürlich jetzt traurig. Ist aber grundsätzlich erstmal okay. Er hat Overstayed. Wir haben deutlich mehr Zess als er schon, obwohl er noch in der Lane war. Ist nicht schön, aber man kann es verkraften. Also der Plan gegen Yasuo ist jetzt folgenderweise. Wir werden erstmal Level 6. Dann werden wir einfach warten, bis er seinen Sturm raus hat. Und ihn in diesem Moment engagen. Weil dann hat er 2 bzw. 3 Qs lang keine Ultimate. Und ohne Ultimate ist ziemlich GG, muss man sagen. Natürlich müssen wir gucken, dass er nicht mit seiner scheiß Windwall den Müll da von uns blockt, unsere Blades, weil sonst haben wir natürlich kein Damage. Na, es könnte etwas schwieriger werden. Zack, den haben wir. Sehr gut. Ich spiele ganz gerne immer mit diesen Runen. Attack Speed finde ich halt ziemlich cool. Wurde auch gebufft auf Zed ja vor kurzer Zeit mal wieder. Also nicht die Rune, sondern sein Attack Speed. So, dann gucken wir mal. Was hat er gekauft? Er hat nicht so viele krasse Sachen. Seine Windwall ist raus, das ist ziemlich gut. Das heißt, wir könnten jetzt gleich engagen. Am besten, ja, wir warten, wir poken noch einmal ein bisschen. Und engagen, bei, nachdem er seine nächste Q raus hat. Also seine Triple Q. Ab da werden wir engagen. Wäre natürlich cooler, wenn ich Ignite hätte. Sehr gut, Shield ist weg. Shield ist weg. Also die E sieht halt auch wirklich cool aus, muss man sagen. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Also er hat jetzt, ich meine, okay, er hätte nach da oben springen können, aber... Nee, es ist okay. Man kann damit leben. Das ist fein für mich. Zack. Also, wenn ihr den allerbesten Engage treffen wollt, dann ist es halt dann, wenn er genau in dem Moment, wenn er den Sturm macht, genau dann müsst ihr ulten. Er hat einfach, das ist aber, gilt aber für alle Assassinen, ne? Wenn ihr mit Talon... Deswegen sind Assassinen einfach gut gegen Yasuo. Weil in diesem... Assassinen können sofort engagen, wenn sie Bock haben. Sie können springen, sie können fliegen, sie können teleportieren, was auch immer sie können. Und deswegen kannst du halt genau in diesem Moment sofort Akali zum Beispiel sofort zack Ultimate drauf. Na, er kann nichts machen. Und jetzt getten wir hier seinen Tower ordentlich und jetzt werden wir gegettet. Aber der ist Level 5, der Yi. Aber wir sind einfach weg, würde ich sagen. Und gehen shoppen. Gucken wir uns nochmal den Backpot an, der war ziemlich cool. Also es sieht schon... Oh, da kam noch ein Sturm. Das ist halt krass. Also, das ist schon heftig, du. Frage ist, Draktarblade hätten wir fast fertig. Komm, wir gehen einfach mal wirklich First Draktarblade. Ich glaube, so habe ich das noch nie gemacht. Also, wirklich nichts anderes im Inventar zu haben als Draktarblade. Minimum Schuhe noch und ein Pot oder irgendwas. Pink Watt. Aber, ja, cool, schön. Ja, cool, schön. Galaxy Slayer Z. Welcome, welcome, welcome. Mit Draktarblade. Eigentlich müssen wir jetzt direkt engagen, aber wir haben gar keinen Ult, ich Mist. Wir können ihm aber direkt einen Draktarblade-Proc mitgeben, oder? Hier, komm, nice. Oh, es hat keine... Ah, okay. Idee war cool, ich habe aber... Also, wir haben übel Damage gemacht. Ich habe halt seinen scheiß Shield vergessen. Hier für dich. So, Ultimate ist ready. Gleiches gilt für Gleiches. Das heißt, wir warten wieder auf seinen Sturm. Werden diesmal direkt... Jetzt haben wir natürlich keinen Pot, ist ein bisschen unglücklich. Werden genau in dem Moment engagen und dann ist das auch free. Dann müssen wir nur gucken, dass wir halt mit seiner Dings, so. Mit seiner Windwall wäre cool, wenn die Feuer raus ist. Und auch sein Shield natürlich. So, da ist der Sturm. Ja, komm, werf ihn auf mich. Werf. Also wäre er klug, dann würde er... Okay, ich bin halt auch nicht klug leider. Aber, nee. Wenn er klug gewesen wäre... Das war jetzt wirklich Augenkrebs. Würde er einfach EQ machen. Ich glaube, wenn wir Draktarblade... Okay, da kommt Master Yi an. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Das ist natürlich jetzt der Backdoor, dass ich einfach keine AP habe, weil meine Pots wechseln. Was ist denn mit ihm? Geh mal weg jetzt. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Könnt ihr bitte... Kriege ich einen Assist? Habe ich da irgendwas gemacht? Ja, ich glaube, ich habe ihn gecued, ne? Ja, schön. Also, ne? Ja, man kann darüber diskutieren, aber schön. Wir können noch ein bisschen pushen, weil Master Yi ist da beschäftigt mit dem Shaco. Das ist schön. Blade. Ich habe noch nicht einmal auf die Ult-Animation geachtet, muss ich zugeben. RIP. Aber der ist tot. Kriege ich die Kanone noch? Schön und schön. So, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir brauchen jetzt erstmal Schuhe. Wir brauchen jetzt erstmal Schuhe.
Tja, also rein theoretisch könnte man jetzt auch, würde ich jedem Set-Spieler empfehlen, den Yatabis zu kaufen. Das ist gegen Yasuo sehr, sehr gut, das ist gegen Master Yi sehr gut, gegen Lucian. Okay, also grundsätzlich, wenn ich eine Morgana sehe, heißt das automatisch mehr Creeboots. Also, naja. Aber ich glaube trotzdem, dass Ninja-Typies in diesem Game überwiegen würden. Vor allem, wenn ihr Probleme gegen ihr so habt. Ich denke, habe ich eigentlich gar keine Voice für, fällt mir auf. Gar keine. Und ich habe ja auch die ganze Qualität voll tief. Hä, was ist denn das alles? Ja, wir können ja gleich mal gucken. Okay, soziales Moment. Ja. Einfach straight hinterherlaufen. Zack. Ah, das ist jetzt ein bisschen zu früh. Okay, er hat... Ah, das ist... Also, ja. Da, man kann mit leben. So, jetzt können wir... Gucken wir mal an, was ist denn das hier alles? Machen wir mal auf Weltstütz alles ab, Leute, wahrscheinlich. Ist denn das ein anderes Erlebnis jetzt für uns? Peng. Tod. Leck. Zerstörung. Ausfall. Sieht das besser aus? Ich weiß gar nicht. Also, wahrscheinlich schon. Ihr könnt sagen, mir fällt es gar nicht auf. Also, sieht er jetzt besser aus? Sieht alles jetzt besser aus? Vielleicht. Vielleicht ist das so. Ich habe mein PB nämlich neu installiert, deswegen ist mir das jetzt gar nicht aufgefallen. Aber, also ich fand, es war, wir können Colorblind nochmal anmachen. Jetzt stirbt es nochmal ab. Ja, RIP, ich bin echt ein Genie. Na, aber immerhin pushe ich, glaube ich, den Turm. Ja, guck mal. Aber ich muss sagen, der Skin ist super smooth. Also, ich freue mich ja selten über Skins, aber dieser Skin ist wirklich super geil. Also ich weiß, ich rede schon die ganze Zeit drüber, aber es geht ja auch um diesen Skin. Jetzt haben wir ein Problem. Potenziell, aber auch nur potenziell. Na, es sieht gut, also, ne? Ich bin ja nicht so der Skin-Lover. Aber this is very fine. Very, very fine. Very, very fine. Na, denn ja so eine Schelle geben, das ist immer gut. Ich meine, wer... Ich frage mich ja grundsätzlich... Also erstmal auf dem PBE, jeder wollte Zed spielen. Wirklich jeder. Ne? Ich war einfach lucky. Hatte ein bisschen Glück, war First Pick. Also es war... Ja, es war ein bisschen fies, weil... Unser Last Pick hat geschrieben, ja, hey, also die Kaiser war das. Ich würde gerne Zed spielen. Mega gerne. Und dann hat hier Sakura-chan geschrieben, die war First Pick mit mir zusammen. Also wir waren bei, also die ersten haben die Gegner gepickt und dann waren wir die ersten beiden, die gepickt haben. Und er meinte so, ja, klar, mache ich voll gerne. Und ich so, ich habe noch gar nichts gesagt. Und dann direkt Zed eingeloggt. Einfach bam, eingeloggt. Ich wäre da, Leute. Und later. Ja, und, ne? Dann dachte ich auch schon, dass er trollen wird, aber er hat dann tatsächlich nicht getrollt. Muss, also, dass er auch ohne Maske ist, das ist echt crank. Holy shit. So, Yomus ist am Start. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich verstehe gar nicht, was die Leute hier auf dem PBE machen. Ich meine, die Leute gehen auf dem PBE, um Yasuo, um Master Yi, um Kennen zu spielen. Warum spielen die nicht wenigstens die neuen Skins? Hier, ne? Kaiser. Entwickelt des Kaisers, cool. Ich glaube, dass potenziell... 6 oder 7 dieser Leute Zed spielen wollten. Aber sie zum Beispiel nicht. Weil sie wollte ja Zed für ihn picken. Warum geht sie auf den PBE und pickt Lux? Warum macht man das? Kann mir das jemand erklären? Warum tut man das? Wir können auch einfach ihn kaputt auto-attacken. Das geht auch. Ja, ich hab doch geultet! Ja, naja. Wir sind Glück, dass wir fett sind. Also ich war... Also ja. Na, im Prinzip könnt ihr einfach so lange hitten. Bis er ultet. Bis er cute. Aber er war halt doch ein bisschen zu nah dran. Und der Delay. Ich schieb das an dieser Stelle auf den Delay. Tatsächlich, ja. Es könnte sein, dass Master G gleich kommt. Deswegen, lassen wir. Wie sieht das denn hier aus? Es ist ja gar nicht so free, wie ich dachte. Also schon, aber Botlane und Toplane ist ja gar nicht so ein grünes Pflaster hier, ne? Ich hoffe uns nochmal ein Schwert. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas Cooles bauen, Leute. Na, irgendwas, was... cool ist. Was ist mit dem neuen Wits End? Also grundsätzlich haben die jetzt nicht so wirklich viel Magic Damage, deswegen macht das auch kaum Sinn, aber wir könnten einen Rune King bauen. Wir könnten, haben wir AP leider nicht. Das wäre echt mal was Cooles, wenn einer Skills mit AP skalieren würde. Achso, ich wollte Voice einstellen, deswegen bin ich hier überhaupt reingegangen, weil irgendwie reden die Summoner-Dinger hier gar nicht. Ist, glaube ich, kaputt. Kommen wir da hinterher? Drehen sich die Dinge auf meinem Rücken eigentlich schneller? Naja, gut, dass er mich gedisrespected hat. Hat er davon. Drehen die sich auf meinem Rücken schneller, je mehr Movement Speed ich habe? Ich glaube schon, oder? Da müssten wir eigentlich ein Full Movement Speed Set spielen.
Oder, ja, deswegen haben die am Anfang auch so krass durchgedreht. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Botlane ein bisschen stompen. Wir brauchen auch, ich habe Ultimate Hunter mit. Wir brauchen mal Stacks von, ja, Botlane und Toplane noch. Ich bin unterwegs. I am under the way. Let's go, boys. Pinks sind da. Was habe ich denn hier für eine Rune? Ach, diese. So, ich würde sagen, ja, bitte lasst mir einen Assist bekommen. Ah, schade. Schade. Aber immerhin haben wir Lucian gekillt. Jetzt können wir auch den Tower hier unten. Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt Toplane getten. Ne? Toplane getten. Toplane getten. Achso, wir wollten. Das ist ein perfekter Moment. Ey, wir pushen den Mod den links rein. Das ist ein perfekter Moment, mal die Animation anzugucken. Würde ich sagen. Na, einmal hier rauspushen noch. Zack. So. Steuerung 1. Das ist eine Fliege. Tot. Also okay, das ist giga weird. Grundsätzlich erstmal, okay, das ist eine Fliege von irgendeinem Planeten Jupiterium. Das schlitzt er auf und das kocht er über diese. Aber wer ist er? Ach, das ist sein Schatten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das irgendeine so eine Anspielung auf irgendein Spiel, wo dann also irgendeine Figur ist. Das ist sein Schatten, glaube ich. Ja, sag mal. Steuerung 2. Okay, Steuerung 2 müssen wir. Nehmen wir noch eine Wave Imp, würde ich sagen. Zack, so. Steuerung 2. So. Das ist krass. Das sieht halt, also das, ich weiß nicht, das erinnert mich halt komplett an. Wie toll wird denn der Skin? Der wird doch. Ist das ein Legendary? Das ist doch locker ein Legendary Skin, oder? Ich schwör. Das ist Steuerung 3. Der ist halt ohne Maske. Kann man den? Das ist Set ohne Maske. Aber auch, jetzt muss man sagen, nicht alle Sets sehen ja so aus. Das ist nur der Set ohne Maske. Nur der Skin ohne Maske. Also der normale Set sieht vielleicht anders aus unter seiner Maske. Aber das ist Set. Und wie sieht der Klon hinten aus? Wo ist der Klon? Na, der ist komplett. Und Steuerung 4. Oh lol, auch ohne Maske, ohne Klamotten, ohne alles. So, dann holen wir uns nochmal einen fixen Kill, würde ich sagen. Gute Windwall, irgendwie. Kappadossus. Kappadossus, Leidos, Tschüssus. So, ich würde sagen, gehen wir mal im live auf Yasuo. Gehen wir mal im Fix shoppen, würde ich sagen. Ja, oder holen wir uns noch eben eine Wave. Wir müssen auch gucken, dass wir den Laden hier beenden. Also, kannst dir ja nicht geben, was hier passiert. Aber die eh auch, so wie er sich dreht, das sieht halt auch cool aus. Also ich bin in Liebe. Full in Liebe, pur ja so. 06. Eigentlich ist nicht das typische Meme 080. Bisschen CDR, würde ich sagen. Scheiß auf Ninjas und was weiß ich. Immer noch ein bisschen Damage. Let's go. Weniger CDR, gleich mehr Ultimates. Ja, also die Dinger drehen auf jeden Fall schneller, wenn er schneller rennt. Verrückt. Verrückt. Das Gute ist, wir haben gleich direkt wieder ult und können instant den Yasuo ulten. Oder nehmen wir, Morgana fehlt mir auch noch. Morgana fehlt mir auch noch. Morgana fehlt mir auch noch. Das wird nicht funktionieren. Außer wenn ich jetzt hier flashe und dann so mache und dann weggehe. Das ist okay. Aber das mit dem Flash auch schon wieder. Ne? Also, da hat mich gewundert, dass das geklappt hat. Bei dem Delay. Aber ist okay. That is fine. Ah, die ist fine. Zack. 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 Toplane. Ah, ne, nicht Top. Also, Cannon brauchen wir noch. Cannon. Mal gucken, wie viel Damage. Ah, ich habe keinen Mana. Energie. Einfachste Kill of my life. So, ich glaube, Yasuo ist auch schon AFK. So wie es ausschaut. Der hat keinen Bock mehr, der Boy. Sehr gut. Sehr gut. Oh, den Cannon brauche ich noch. Aber ich habe keine Energie, du. Keine Energie. Da kommt noch der Boy. Ich bin erstmal kurz raus. Ich würde dich aber nicht verkaufen. Ich kämpfe. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich kämpfe mit dir. Du musst nur mich nicht verkaufen. Das ist jetzt ganz wichtig. Okay. Scheiße. Hätten wir besiegen können. Ich hatte nämlich ganz zum Ende das E ready. Mit Open, please and report that Yasuo. Ist das Zufall? Man kennt's.
Man kennt's. Das Ding kaufen wir nicht, weil das müsste ich aktivieren. Kein Bock zum Aktivieren. Machen wir das. Ich glaube, wir haben eh gewonnen. Na, wir können jetzt eigentlich quasi die Mitte runterlaufen. Yasuo zweimal töten wird leider nicht mehr klappen, I guess. Schade. Wir könnten Move and Speed kaufen. Na, vorbei. Ich denke, wir betten jetzt einfach. Guys, let's group all mid. Oder you can surrender. Sowas mag ich nicht. Also, wenn die surrendern wollen, dann sollen die das selber machen. Ich hasse Leute, die euch sagen, ja, hey, surrender. Warum surrendert ihr nicht, ne? Das ist meine Entscheidung, wenn ich surrender und wann nicht. Und nicht der Gegner. Aber dann kann ich euch nicht in der Zeit, ja, ich werde jetzt gleich zum Sport fahren. Jetzt gleich direkt. Beziehungsweise, ja, zum Sport. Wir werden heute Kreuzheben machen. Kreuzheben ist cool. Den können wir uns getten, den Boy. Den brauche ich noch. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Okay. Okay. Ich glaube, das passt eigentlich soweit. Kreuzheben ist immer gut. Kann man machen. Ich finde, beim Kreuzheben ist immer so schwierig, wenn du... Okay, wir haben gewonnen. Wenn du das Runtermachen der Gewichte ist immer schwieriger als das Draufmachen der Gewichte. Holy shit. So, ja, das war's mit Galaxy Set. Dieser Skin wird in anderthalb Wochen wird er da sein. Ich denke, es wird ein Legendary. Ich hab's jetzt leider nicht gesehen, als ich ihn gekauft habe. Aber ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dem Skin droppen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.